go for it in that song. Please go on. Come on now. Don't stop. Don't stop. Let us worship Jesus tonight. Lass uns Jesus anbeten heute Abend. Fire! Holy! Fire! Holy! Fire! Holy! Fire! Holy. He touches you now. Holy. This is the presence of the Holy Spirit. Fire! Holy. Continue to worship Him. Continue to worship Him. Betet ihn weiter an. Lift up Jesus tonight. Erhebt Jesus heute ab. It's all about Jesus. Es geht einzig um Jesus. Holy, 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 holy. He's touching you. Berührt dich. He's touching you. Berührt dich. Rüdiger. He's touching you. Fire. The Holy Spirit is moving here tonight. Der Heilige Geist bewegt sich hier heute Abend. The Holy Spirit is moving here tonight. Der Heilige Geist bewegt sich heute Abend hier. Let us worship Jesus. Lasst uns Jesus anbeten. Let us worship Jesus. Lasst uns Jesus anbeten. It's all about Jesus. Es geht einzig um Jesus. He deserves all the glory. Ihm gebührt alle Ehre. He is touching you tonight. Berührt dich heute. Fire! Can I get this entire road? All of you. All of you. Please come. You, her. Yes. Come. Come on, Holy Spirit. Come, Heiliger Geist. Just worship Him. Don't think about sound. Don't think about anything. Get into the flow. Come on now. Come on now. Worship Him. Come on now. Hallelujah. There it is. He's touching you tonight. This is the power of the Holy Spirit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Fire! Fire! This is the Holy Spirit. Fire! Fire! He touches you now. Berührt dich gerade jetzt. Thank you, Jesus. This couple here, come. Jesus is touching you tonight. Jesus berührt euch heute Abend. There it is. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Father, set Germany on fire again. Vater, setze Deutschland neu in Brand. Pour out your spirit on this wonderful nation. Gieße deinen Geist aus auf dieses wunderbare Land. Father, let heaven be open tonight. Vater, lass den Himmel heute Abend geöffnet Come sein. Come on, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Come on, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Let revival fire break out again. Lass das Erweckungsfeuer von neuem brennen. Father,
Father, set your church on fire. Vater, setze deine Gemeinde in Brand. Pour out your spirit fresh again. Gieße deinen Geist von neuem aus. Holy Spirit. Heiliger Geist. We are depending on you. Wir verlassen uns auf dich. Without you, we can do nothing. Ohne dich können wir nichts tun. Set us on fire. Setz uns in Brand. Set us on fire. Setz uns in Brand. Thank you, Jesus. This brother over there. Hallelujah. And you and you. Come. Spirit is touching you. Fire! This is the Holy Spirit. He touches you now. Fresh oil from heaven. Holy Spirit. Fire! Thank you, Jesus. There it is. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. You see, he never anoints you for nothing. Weißt du, er salbt dich nicht umsonst. He is not just giving you a time in a roller coaster. Er gibt dir nicht einfach nur eine schöne Zeit in der Berg- und Talbahn. But he anoints you for your purpose. Sondern er salbt dich mit einer Absicht. He fills you with fire. Er füllt dich mit Feuer. So you can fulfill destiny. Damit du deine Bestimmung erfüllen kannst. Feuer! Wonderful Holy Spirit. Wunderbarer Heiliger Geist. You see one touch from heaven. Gib uns eine Berührung vom Himmel. And you will never be the same. Du wirst niemals wieder derselbe sein. One touch from heaven. Eine Berührung vom Himmel. And you will never be the same. Du wirst nie wieder derselbe sein. We give you praise. Wir beten, wir preisen dich, Herr. We worship you, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, Europe needs. Jesus, du begegnest Nöten. Jesus, Europe needs a new touch of your glory. Jesus, Europa braucht eine neue Berührung deiner Herrlichkeit. Father, before millions are going to get saved. Vater, bevor Millionen errettet werden können. You have to touch your church again. Musst du deine Gemeinde von neuem berühren. Fill us once again, Jesus. Füll uns aufs Neue, Jesus. With your revival fire. Mit deinem Erweckungsfeuer. With your revival fire. Mit deinem Erweckungsfeuer. We worship you. Wir beten dich an. We worship you. Wir beten dich an. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, worshipers. Vielen Dank, ihr Anbeter. Thank you. Danke euch. If you're on the floor, just stay on the floor. Wenn du auf dem Boden bist, dann bleib ruhig auf dem Boden. If you want to sit on your chair, you can sit. Wenn du wieder auf deinen Stuhl zurückkehren möchtest, darfst du natürlich auch das tun. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. God is a wonderful God. Gott ist ein wunderbarer Gott. He is
what nobody else is in the universe. Er ist, was niemand anderes im Universum sein kann. We talk about love. Wir sprechen von Liebe. But he is love. Und er ist Liebe. We talk about faith. Wir sprechen über Glauben. But he is faith. Aber er ist Glauben. We talk about fire. Wir sprechen von Feuer. But he is a consuming fire. Und er ist ein verzehrendes Feuer. God is everything. Gott ist alles. That Europe needs. Das Europa braucht. And he has not decided to look at us and let us do it ourselves. Und er hat sich, hat nicht auf uns geschaut und sich entschieden, ja, die sollen es doch alleine machen. He is more eager. Sondern er ist eifriger, entschlossener. To touch you and put you on fire. Dich zu berühren und dich in Brand zu setzen. Then you are hungry for being full of the Holy Spirit. Als du hungrig danach bist, mit dem Geist erfüllt zu sein. Can you smile to your neighbor and say, tonight God will fire you up again? Kannst du mal deinen Nachbarn anlächeln und ihm sagen, Gott wird dich heute neu in Brand setzen? God is going to fire you up again. Gott wird dich von neuem anfeuern und in Brand setzen. Halleluja. Halleluja. I Halleluja. Said, God is going to fire you up again. Ich sagte, Gott wird dich von neuem anfeuern und in Brand stecken. I said, God is going to fire you up again. Ich sagte, Gott wird dich von neuem anfeuern und in Brand stecken. Until you have fire in your bones. Bis du Feuer in deinen Knochen hast. Until you have fire in your heart. Bis du Feuer in deinem Herzen hast. Until you become so passionable. Bis du so leidenschaftlich wirst, for winning souls, Seelen zu gewinnen, that you cannot live one more day without winning another one, dass du nicht einen weiteren Tag leben kannst, ohne einen weiteren Menschen zum Herrn zu führen. It is time for us to see the greatest move of God. Es ist Zeit, dass wir die größte Bewegung Gottes sehen. I said it is time for us to see the greatest move of God. Ich sagte, es ist an der Zeit, dass wir den größten Bewegung Gottes sehen. Halleluja! Halleluja! Oh glory! Oh glory! I don't know how you feel tonight. Ich weiß nicht, wie du dich heute Abend fühlst. But I have revival fire in every fiber of my body. Aber ich habe Erweckungsfeuer jetzt schon in jeder Faser meines Leibes. And if you do not take your portion, I'm hungry enough to take yours too. Und wenn du deine Portion heute Abend nicht abholst, ich bin hungrig genug, deine auch noch zu nehmen. I am here to get everything heaven can give. Ich bin hier, um alles zu bekommen, was der Himmel zu geben hat. Halleluja. Halleluja. Now, before I start preaching, nun, bevor ich so richtig anfange zu predigen, I want to honor Pastor Fred and Simone, möchte ich Pastor Fred und Simone ehren, for allowing us to have Mission to Europe Conference here in Seoul. Dass sie uns erlauben, hier unsere Mission to Europe Konferenz ein weiteres Mal in Seoul durchzuführen. And we just want to appreciate you for being who you are. Und wir möchten euch einfach wertschätzen für das, was ihr seid. Don't you agree with me that this couple is just stimmt ihr nicht lovable zu, dass dieses Ehepaar einfach liebenswert ist? Halleluja. Amen. Halleluja. You see what I like about Pastor Fred and Simone? Weißt du, was ich an Pastor Fred und Simone so mag? It is that they are so real. Ist, dass sie einfach real sind. Pastor Fred, I have seen thousands of pastors and preachers. Also Pastor Fred, ich habe tausende von Pastoren und Predigern kennengelernt. And I also seen them backstage. Und viele von ihnen sehe ich auch hinter der Bühne. But you and your wife is from another league. Aber du und deine Frau, ihr kommt einfach aus einer anderen Liga. Because you are more lovable when you are off the pulpit than in the pulpit. Denn du bist eigentlich noch liebenswerter, wenn du nicht hinter der Kanzel stehst, als wenn du hinter der Kanzel stehst. Yet you are very lovable in the pulpit. Obwohl du natürlich auch hinter der Kanzel sehr liebenswert bist. But everything you preach, you are living it and walking it and releasing it. Aber alles, was du predigst, darin wandelst du auch, das löst du auch und so thank you for believing in Pastor Lena and me. Also danke, dass ihr an Pastor Lena und mich geglaubt habt. And we honor and salute you. Und wir ehren und grüßen dich. We want to give Pastor Markus Rex a great hand. Wir möchten auch Pastor Markus Rex einen großen Applaus geben. God bless you.
Gott segne dich. Continue to serve Jesus as you are serving him. Fahre fort, Jesus so zu dienen, wie du ihm dienst. And you will see great and mighty things. Und du wirst große und wunderbare Dinge sehen. Amen. Amen. I also want to honor Angelika and Eckhard Neumann, I think. Und ich möchte auch Angelika und Eckhard Neumann ehren. This couple has not been my friends for hundreds of years. Dieses Ehepaar ist noch nicht seit hunderten von Jahren mit mir befreundet. But I met them in a revival meeting I had in Prenzlau. Aber ich habe sie in einer Erweckungsversammlung kennengelernt vor einigen Jahren in Prenzlau. I did not know who they were. Und ich wusste nicht, wer sie sind. I have never heard about them. Ich hatte nie von ihnen gehört. So forgive me for my ignorance. Also bitte vergib mir meine Unwissenheit. So when you stood ahead of me, I just thought you were an old man. Also als du dann damals vor mir standest, da dachte ich zuerst einfach, du bist ein älterer Herr. Until I realized bis ich erkannte, that you are one of God's great apostles in Europe. Dass du einer von den großen Aposteln Gottes in Europa bist. And it is a great, great honor to have you in our presence. Und es ist eine große Ehre, besondere Ehre, dich in unserer Gegenwart zu wissen. And if we could all serve God as you are serving God when we get at your age, we would be forever happy. Und wenn wir alle schaffen, Gott immer noch so zu dienen, wenn wir so alt sind wie du, dann können wir für immer dankbar sein. So we love you and honor you. Wir lieben dich und ehren dich. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Herr. And Angelika, we just want to say that you are a marvelous woman. Und Angelika, wir möchten auch dir sagen, du bist eine wunderbare Frau. I don't know how you can have all this love flowing out of you, no matter where you are, you're just full of this love. Wie du es schaffst, all diese Liebe aus dir fließen zu lassen, wo immer du hinkommst und man dich trifft, bist du einfach voller Liebe und dann, das merkt man auch. So we have great, great respect for you. Und wir haben großen Respekt für euch. And thank you for keeping him young. Und danke auch, dass du ihn noch länger jung hältst. Halleluja. Then I want to honor Marie. Dann möchte ich auch Marie gerne ehren. She is also working hard on this conference. Sie arbeitet schwer an dieser Konferenz. And I have had the privilege. Ich hatte das Vorrecht, to have her in our church for around a year. Sie circa ein Jahr bei uns in der Gemeinde als Mitarbeiterin auch zu haben. And there are so many things I can tell you about her. Und es gibt so viele Dinge, die ich euch mitteilen könnte über Marie. But I'll put it very simple. Aber ich kann es ganz einfach halten. Any father Marie, jeder Vater Marie, will be proud to have you as a daughter. Würde stolz sein, dich als Tochter zu haben. And any pastor, und jeder Pastor, will be blessed to have you as a member. Wird gesegnet sein, dich als Mitglied zu haben. Let us give her a great hand. Lasst uns ihr einen großen Applaus geben. And I also want to honor and salute all those who are working in this conference and doing what you're doing, so we all can enjoy the presence of God. Und wir möchten natürlich auch allen Mitarbeitern ganz herzlich danken und euch ehren und wertschätzen dafür, dass ihr hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen das macht, was ihr macht, damit wir diese Konferenz halten können. Let us give them a big hand. Lasst uns auch diesen einen großen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now, in the church I am serving in Copenhagen. In der Gemeinde, in der ich diene in Kopenhagen. This year we have 30 years anniversary. Konnten wir dieses Jahr unseren 30. Geburtstag, unser Jubiläum feiern. So it means that this young woman here sitting at the front row. Das bedeutet, dass diese junge Dame hier in der ersten Reihe. We were 22, 23 when we started this church 30 years ago. Wir waren 22 bzw. 23 Jahre alt, als wir diese Gemeinde begannen vor 30 Jahren. And it has been marvelous to see what God has done by His grace. Und es ist wunderbar zu sehen, was Gott in dieser Zeit durch seine Gnade gewirkt hat bei uns. And one of the main things we have a mandate to walk in. Und eine Hauptsache, in der wir ein Mandat haben, darin zu wandeln, it is to train and equip the body of Christ. Ist es, den Leib Christi auszubilden und zu trainieren. And one of our strongest gifts is to teach and release and raise people up into becoming revivalists. Und eine unserer stärksten Gaben ist es, Menschen zu lehren und auszubilden und sie zu begleiten darin, dass sie Erweckungs
Prediger werden. And we do that most effectively by our Bible school. Und das tun wir am allereffektivsten im Rahmen unserer Bibelschule. And we have a full-time Bible school which are for 9 months. Und wir haben eine Vollzeit-Bibelschule, die 9 Monate dauert. And we have had thousands of students und already. Hatten Tausende von Studenten über die Jahre. And we have had several Scandinavians and Europeans, and the last 2, 3, 4 years we are seeing more and more German students coming. Und natürlich hatten wir über viele Jahre vor allem auch Skandinavier bei uns auf der Schule, aber seit einigen Jahren sehen wir mehr und mehr auch Deutsche kommen. One of our German-speaking students is sitting here tonight. Eine unserer deutschsprachigen Studentinnen sitzt heute Abend auch hier. She's not really German, she's really Italian. Sie ist eigentlich gar keine richtige Deutsche, sondern sie ist eine Italienerin. But she lived in Germany so long, so lange German became her language. Deutschland gelebt, dass Deutsch auch ihre Muttersprache and oder zweite Muttersprache she geworden ist. Signed up in our Bible school und by faith. Sie hat sich wirklich im Glauben auf unserer Schule angemeldet. Because our teaching is in English and then translated to Scandinavian. Denn wir lehren an unserer Schule in Englisch und dann wird es noch auf Dänisch oder so übersetzt. And when Laura came, und als Laura sich angemeldet hat, she understood 8% English. Konnte sie ungefähr 8% Englisch verstehen von dem, was dort gelehrt wurde. So I do not get how she could sit there for 9 months. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie sie es geschafft hat, 9 Monate den Unterricht mitzumachen. But God did a miracle for her. Aber Gott hat für sie ein Wunder gewirkt. And today she is on fire. Und heute ist sie wirklich in Brand gesetzt. I'm sure you are far better than understanding English 8%. Und wahrscheinlich bist du viel besser im Verstehen von Englisch als 8%. But we would be happy to see many German speaking guests. Students this year. Aber wir würden uns wieder glücklich schätzen, viele Deutsche auch als Studenten bei uns anmelden. Und natürlich kannst du draußen am Infostand auch die entsprechenden Informationen dir abholen. I had to wait until your wife came back until I could honor you. Ich musste warten, bis deine Frau zurückkam, Pastor Manuel, you bis ich euch beide because auch noch I finished ehren konnte. My honoring speech, but, eigentlich war ich ja mit dem Ehren schon fast zu Ende, aber jetzt musste ich doch noch mal ansetzen hier. So I also want to honor Pastor Manfred and Katharina. Also ich möchte auch Pastor Manfred und Pastorin Katharina ehren. And I want you to know something about these two pastors. Und ich möchte, dass ihr etwas wisst über diese beiden Pastoren. They are carrying the anointing and the spirit and the mandate of revival on them. Sie tragen die Salbung und das Mandat für Erweckung auf sich. That's why you have all the fight you have. Deswegen habt ihr die ganzen Kämpfe, die ihr habt. If you had nothing, there was nothing to fight for. Wenn ihr gar nichts hättet auf euch oder tragen würdet, dann gäbe es auch nichts zu kämpfen drum. They are carrying this pioneer spirit. Sie tragen diesen Pioniergeist auf sich. And if you are a member of their church, you will come into the battlefield of pioneering. Und wenn du ein Teil ihrer Gemeinde bist, dann kommst du auch auf das Kampffeld dieses Pioniergeistes eben. But they are not just soldiers. Aber sie sind nicht nur Soldaten. Pastor Manfred and Katharina are full of the love of God. Sondern Pastor Manfred und Katharina sind auch voll der Liebe Gottes. And I normally do not bring this up in public. Und normalerweise spreche ich über solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit. But when Lena and I did not know how to continue. Aber als Lena und ich nicht wussten, wie wir weitermachen würden. This couple made it financially possible for her and me to continue to serve Jesus. Dieses Paar es ermöglicht auf dem finanziellen Weg, dass wir weitermachen konnten. So they are great, great testimonies. Sie sind wirklich ein großes Zeugnis. Of how to not only preach the word but live the word. Wie man das Wort nicht nur predigt, sondern es auch lebt. And I don't think I have met any more crazy givers than these two. Und ich glaube nicht, dass mir schon mal verrücktere Geber begegnet sind in meiner Laufbahn als diese zwei. I thought I was quite good at giving. Ich dachte, ich bin schon recht gut in Sachen geben. But these two, they are just putting giving to another level. Aber diese zwei, die bringen das Geben einfach noch auf eine ganz andere Ebene. There are so much more to say about you. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen. But we love you very much. Wir lieben euch sehr. Bless you. All right. Please sit. You say, are you going to preach, Pastor Jens? Du fragst dich, ja, Pastor Jens, willst du jetzt noch anfangen Absolutely. Zu predigen? Absolut. I am a preacher. Ich bin ein Prediger. I'm a living, walking, talking, preaching machine. Ich bin eine lebende, wandelnde, fahrende Predigtmaschine. Just try me.
Versuch's mal mit mir. And you will find something comes out when I open my mouth. Und du wirst sehen, dass etwas rauskommt, sobald ich den Mund öffne. An Predigt meine. Ja. Amen. But before I start honoring Jesus by preaching the word to you, aber bevor ich anfange, Jesus zu ehren, indem ich euch das Wort bringe, I want to honor the most important person in my life. Möchte ich noch die allerwichtigste Person in meinem Leben ebenfalls ehren. And it is Pastor Lena sitting right here. Und das ist Pastorin Lena, die hier in der vordersten Reihe sitzt. She is a wonderful Swedish woman. Sie ist eine wunderbare schwedische Frau. You know, when I was young, this is for Pastor Markus to think about. Weißt du, als ich jung war, und das ist so für Pastor Markus auch ein bisschen zum drüber nachdenken. When I was 20, Pastor Markus, 20. Also, Pastor Markus, als ich 21 war, so. I thought I should marry a small Italian thing. Da dachte ich, ich sollte mir so eine kleine italienische Püppi holen. You know, one of those I could lift up and kiss and put down. Eine, die ich so mit zwei Händen hochheben, küssen und wieder abstellen konnte. But this wonderful Swedish girl. Aber dieses wunderbare, süße schwedische Mädchen hier, totally overcome any Italian dream I ever had. Die hat jeden italienischen Traum, den ich jemals hatte, bei weitem übertroffen. And she was, my wife is not small. Meine Frau ist wahrlich nicht klein. She is from the Vikings. Sie stammt direkt von den Wikingern ab. Yeah. And she has more faith than I have. Und sie hat bei weitem mehr Glauben als ich ihn habe. On some areas of life. In manchen Bereichen des Lebens. So we are a great team, her and me. Und so sind wir ein wunderbares Team, sie and, und ich zusammen. Pastor Lena is also a doctor in ministry. Und auch Pastorin Lena hat einen Doktortitel im Dienst. And she is a powerhouse of a preacher. Und sie ist ein wahres Kraftwerk von Predigung. First she preached for me and our kids. Zuerst hat sie für mich und meine Kinder gepredigt. And now she goes to the four corners of the world and preaches. Und jetzt geht sie an die vier Enden der Erde und predigt auch dort. And I want you to go out there after the service and bless yourself with her CD. Und ich möchte, dass du nach dem Gottesdienst rausgehst und dich selber segnest mit dieser CD. When you listen to the music, wenn du dir diese Musik anhörst, you will realize what worship is. Dann wirst du verstehen, was Lobpreis ist. That's the only thing I can say about it. Mehr kann ich darüber nicht sagen. If you put it on, wenn du die CD einlegst, you will start worshiping immediately. Dann wirst du sogleich auch anfangen wollen, mit in den Lobpreis einzusteigen. You ask me, do I understand what she sings? Du fragst mich ja, ob ich verstehe, was sie da singt. You will understand everything. Du wirst alles verstehen. Because it is songs that we have been singing in the body of Christ the last 20 years. Weil das samt und sonders Lieder sind, die wir im Leib Christi seit 20 Jahren singen. You will know all of them. Also ihr kennt alle diese Lieder schon. And you can continue to worship und könnt with them. Einfach mit in die Anbetung reingehen, Englisch, Dänisch. All right, Father God. Vater Gott. Tonight I honor your presence. Heute Abend ehre ich deine Gegenwart. Father, we want to acknowledge. Vater, wir wollen anerkennen. That this is the time and the hour for Europe. Dass dies die Zeit und die Stunde ist für Europa. To experience the greatest move any generation have ever seen. Die größte Bewegung Gottes zu erfahren, die jemals eine Generation erlebt hat. Father, we thank you that you have counted us worthy. Vater, wir danken dir, dass du uns würdig erachtet hast. To be a part of reviving this continent. Ein Teil davon zu sein, diesem Kontinent Erweckung zu bringen. And I thank you, Jesus. Und ich danke dir, Jesus. That you will put us more on fire than ever before. Dass du uns noch mehr in Brand setzt, als wir es jemals waren. I thank you that you will give us favor with nations. Ich danke, dass du uns Gunst gibst bei ganzen Nationen. Give us favor with our cities. Gib uns Gunst in unseren Städten. You have said, Jesus, ask me of the white world and the heathen as an inheritance. Herr, du hast uns gelehrt zu beten, dass wir von dir heischen sollen und du uns die Nationen zum Erbteil geben willst. So now we ask you. Nun bitten wir dich. Give us Suhl. Amen. Gib uns Suhl. Father, give us Thüringer. Vater, gib uns Thüringen. Give us Germany. Gib uns Deutschland. Father, give us Europe. Vater, gib uns Europa. Not for us to be glorified. Nicht damit wir verherrlicht werden. But that your name may be known to every European. Sondern damit dein Name bekannt würde unter allen Europäern. Anoint us again. Salbe uns aufs Neue. With Holy Spirit and power. Mit Heiligem Geist und Kraft. Fill
us with boldness. Füll uns mit Kühnheit. Give us a passion to win souls. Gib uns eine Leidenschaft zum Seelengewinnen. And use us mightily. Und gebrauche uns mächtig. To glorify you. Um dich zu verherrlichen. In the mighty name of Jesus. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, nun, we are serving a wonderful God. Wir dienen einem wunderbaren Gott. And tonight I am going to inspire you. Und heute Abend will ich euch ein wenig inspirieren. To continue to walk into a breakthrough which is just at your doorstep. Weiter hineinzugehen und euch hinzubewegen auf einen Durchbruch, der direkt vor eurer Tür steht. We all know that this prophetic word spoken in the book of Revelation belongs to us. Wir alle wissen, dass dieses prophetische Wort, das in der Offenbarung geschrieben steht, uns gehört. By where Jesus says to us or on one of the churches. Nämlich wo Jesus zu einer der Gemeinden in den sieben Sendschreiben sagt. And to us he says. Und natürlich auch zu uns sagt er das. See, I place you before an open door. Sieh, ich habe vor euch eine offene Tür gesetzt, which nobody can shut, die niemand schließen kann. Now that is a powerful statement. Nun, das ist eine kraftvolle Aussage. Because if Jesus opens a door, denn wenn Jesus eine Tür öffnet, no devil, no matter who or what it is, dann kann kein Teufel oder was immer es sein mag, shut it again, diese Tür wieder schließen. And I believe that the body of Christ, und ich glaube, dass der Leib Christi, is placed before an open door, direkt vor einer offenen Tür steht. A door which will launch you into the greatest breakthrough that Europe have ever seen. Eine Tür, die uns direkt in den größten Durchbruch hineinführt, den Europa jemals erlebt hat. But Pastor Fred, there is a challenge. Aber Pastor Fred, da ist eine Herausforderung damit verbunden. By having an open door ahead of you. Wenn du vor dir eine offene Tür hast. Because how wonderful as it is that it is open. Denn so wunderbar es ist, dass du eine offene Tür vor dir hast. It won't benefit any of us. Die wird uns gar nichts nützen, niemand von uns. Before somebody by faith. Solange nicht jemand im Glauben. Before somebody by faith. Solange nicht jemand im Glauben. Take a step. Einen Schritt geht. And go through that breakthrough. Und durch in diesen Durchbruch hineingeht. And go through that door. Und durch diese Tür geht. I have declared by the Spirit of God. Ich habe durch den Geist Gottes verkündigt. As a voice crying in the desert. Als eine Stimme, die in der Wüste ruft. For the last 5 years. Für die letzten 5 Jahre. Europe! Europa! This is your time. Dies ist deine Zeit. This is your hour. Dies ist deine Stunde. This is your moment. Dies ist dein Augenblick. The greatest revival Europe have ever seen. Die größte Erweckung, die Europa je erlebt hat. Is already here. Ist bereits hier. Yet the Bible says. Doch sagt die Bibel. Do not despise the small beginning. Verachtet nicht den Tag der kleinen Anfänge. God has opened a door. Gott hat eine Tür geöffnet. But it is up to us to walk through that door. Aber nun liegt es an uns, durch diese Tür zu gehen. I mean, we can all sense something is happening. Ich meine, wir spüren alle, dass etwas am Geschehen it ist. As Pastor Fred already told you. Es ist, wie Pastor Fred heute Nachmittag schon gesagt hat. There is no longer just one voice crying. Da ist nicht mehr nur eine Stimme, die ruft. But there are outpourings all over Europe. Sondern überall in Europa gibt es Ausgießungen. The other day, Word of Life in Uppsala. Kürzlich die große Gemeinde Wort des Lebens in Uppsala, Schweden. They had an amazing outpouring. Erlebte eine neue große Ausgießung. And fire broke out in their Bible school. Und Feuer brach aus in ihrer Bibelschule. And it has been going on now for 3 months. Und das geht jetzt seit 3 Monaten vor sich. I can tell you about outpourings in Amsterdam. Ich kann euch berichten über Ausgießungen in Amsterdam. I can tell you about Amsterdam. Outpourings in Paris. Ausgießungen in Paris. I can tell you about outpourings in Norway. Ausgießungen in Norwegen. Pastor Eckhart, you need to listen to this. Pastor Eckhart, das musst du hören. The last 36 months. Die letzten 36 Monate, also 3 Jahre. I have been in the same church in Norway. Bin ich in einer bestimmten Gemeinde in Norwegen gewesen. 2 evenings per month.
zwei Abende pro Monat. When I was in the first service, und im ersten Gottesdienst dort in dieser Gemeinde in Norwegen, there were six people attending. Waren ganze sechs Leute da. Now it is packed. Und jetzt ist es jedes Mal voll, wenn ich komme. The church is growing out of its limits. Und die Gemeinde wächst über ihre Grenzen hinaus. Der Pastor hat mir gesagt, that the result of this outpouring, dass die Ergebnisse dieser Ausgießung, has caused more than 80 new members to be added to his church. Dazu geführt hat, dass mehr als 80 neue Mitglieder in seine Gemeinde gekommen sind. Amen. Halleluja. Amen. Don't tell me there is no revival. Sag mir nicht, dass da keine Erweckung stattfindet. Don't tell me there is no outpouring. Sag mir nicht, da ist keine Ausgießung. Just because you are dead doesn't mean that the rest of us is dead. Nur weil du vielleicht tot bist, heißt das nicht, dass wir Restlichen auch tot sind. Just because you are backslidden, don't tell me that I'm backslidden. Nur weil du zurückgeglitten bist, heißt das nicht, dass wir auch zurückgeglitten sind in die Welt. Hello. Hallo. I don't understand anybody. Ich verstehe niemanden. Who says it's not here any longer? Der mir sagt, ja, das findet alles nicht mehr statt heute. What's wrong with you? Was stimmt denn bei dir nicht? You should be more on fire 5 years later than ever before. Du solltest doch 5 Jahre danach viel heißer in Brand gesteckt sein als jemals zuvor. You should be a living, walking powerhouse. Du solltest ein lebendes, wandelndes Kraftwerk sein. Yeah, but I don't feel it. Ja, aber ich spüre es gerade nicht. Buy Pastor Fred's message. Dann kauf dir die Botschaft von Pastor Fred von heute Nachmittag. He spent a whole hour. Er hat eine ganze Stunde gebraucht. Telling you that what God does is not an emotion. Um dir mitzuteilen, dass das, was Gott tut, nicht mit einem Gefühl zu tun hat. It is a reality. Sondern eine Realität ist. Halleluja. Halleluja. So the title of my message tonight. So der Titel meiner Botschaft heute Abend lautet. There is a whole message in that message. Also in diesem Titel steckt schon wieder eine ganze Botschaft drin. Father, give those Germans more. Herr, gib diesen Deutschen noch mehr. They need this fire. Die brauchen dieses Feuer. Come on, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Fill them again. Füll sie neu auf. More. Mehr. So my title, before I lose my service. Also bevor ich den Gottesdienst ganz aus den Händen verliere, der Titel meiner Botschaft lautet. At least you got my title. Zumindest habt ihr dann den Titel noch gehört. The title is. Der Titel heißt. I think I'm getting drunk myself. Ich glaube, ich bin selber schon halb betrunken hier. Glory! Wow! The title is. Also der Titel heißt. The title is. Der Titel heißt. God's sovereignty, Gottes Souveränität, and man's authority, und des Menschen Autorität. God's sovereignty, Gottes Souveränität, and man's, und des Menschen authority, Autorität. I don't know who you are. Ich weiß nicht, wer du bist. But get this girl up here. Aber komm mal nach vorne, just take Anita. Her up here. Carry her. Anita, komm, wenn man dich tragen muss. This is the fire. God's authority. No, God's sovereignty. No, yeah, God's sovereignty. Gottes Souveränität. And man's authority. Und des Menschen Autorität. Now, you should not stop flowing in the Holy Spirit. Nur ihr solltet nicht aufhören, mit dem Heiligen Geist zu fließen. As I preach. Während ich predige. It does not disturb me. Mich stört's nicht, wenn ihr weiter im Geist seid. Because I know my message. Denn ich kenne ja meine Botschaft. So I can preach it. Deswegen kann ich sie auch rüberbringen. So just let the Holy Spirit bless you. Lass
den Heiligen Geist dich einfach weiter segnen. Can you help her up? Kann man mal Katharina aufhelfen hier? She's having her own revival. Sie hat schon wieder ihre eigene kleine Erweckungsfeier hier. This is it. Fire! Come on, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Come on, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Put Germany on fire again. Setze Deutschland neu in Brand. So God's sovereignty. Gottes Souveränität. And man's authority. Und des Menschen Autorität. Now when the angel Gabriel appeared to Mary. Als der Engel Gabriel Maria erschien. She was totally overwhelmed by that experience. Da war sie von dieser Erfahrung völlig überwältigt. Can you get these three ladies up here? Kann man mal diese drei Damen da nach vorne them. Holen? Help them. Kommt. All three of them. Die drei Damen dort. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. What city are you from? Aus welcher Stadt kommt ihr? Eitenburg. What? Eitenburg. Eitenburg. Go and tell Eitenburg that revival will break out. Geht und sagt Eitenburg, dass Erweckung ausbricht. Fire! Fire! Mm. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. So when the angel Gabriel appeared to Mary. Also, als der Engel Gabriel Maria erschien, he said to her, sagte er zu ihr, you highly favored one. Du begünstigte unter den Frauen. And she was wondering, what does that mean? Und sie fragte sich, was das wohl bedeuten soll. I mean, I would wonder myself. Das würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, wenn ein Engel zu mir käme and say, you highly favored und mir, among mir sagen among würde, men. Du hochbegünstigter unter den Menschen. I would also think, what? Ich würde wahrscheinlich auch denken, was meint er jetzt genau? I mean, hello. Also, ich meine, hallo. The angel says. Der Engel sagt. Just put me up a little bit. Mach mich ein bisschen lauter, bitte. The angel said. Der Engel sagte. Yeah, I just think. Thank you. Yeah. You are gonna be overshadowed by the Holy Spirit. Der Heilige Geist wird dich überschatten. And you will give birth to the Son of God. Und du wirst einen Sohn gebären und man wird ihn Sohn Gottes nennen. You know, when she heard these words, und weißt du, als sie diese Worte hörte, she could not see that that could be possible. Da sah sie nicht, dass das irgendwie möglich sein sollte. Have you ever realized, hast du schon mal gesehen, verstanden, that when God speaks to you, dass wenn Gott zu dir spricht, he tells you something you cannot do. Dass er dir dann Dinge mitteilt, die du selbst nicht bewerkstelligen it kannst. It is his hobby. Es ist sein Hobby sozusagen. Yeah. He loves finding somebody. Er liebt es, jemanden zu finden. That knows I cannot do it. Der weiß ja, also so viel an mir ist, ich kann es nicht tun. And then he says, this is exactly what you're gonna do. Und dann sagt er dir, aber genau das wirst du tun. Now Mary says, how is this gonna happen? Und Maria antwortet, wie soll denn das geschehen? That's nearly the question the body of Christ has when we talk about revival in Europe. Und genau das ist circa die Haltung, die der Leib Christi hat, wenn wir von Erweckung in Europa reden. How is that going to happen? Wie soll das denn jemals geschehen? I don't know of any man. Ich weiß von keinem Mann. Oh, I don't know about any authority. Ich weiß von keiner Autorität. Oh, I don't know about any move of God. Oder ich weiß von keiner Bewegung Gottes. Are you sure it's wise to come up? Seid ihr sicher, dass es weise ist, schon wieder aufzustehen? Ja, sure. Fire! Fire! Fire!
So she says, I don't know about any man. Also Maria sagte da, ich weiß von keinem Manne. The angel says, und der Engel antwortete, your cousin, deine Cousine, Johannes' mother, also die Mutter von Johannes, who could not get pregnant, die auch nicht schwanger werden konnte. She is now already fine to a pregnancy. Sie geht schon stark, oder sie ist schon schwanger. Sie ist schon ein halbes Jahr in der Schwangerschaft. And he says the angel. Und der Engel sagt, for God. Für Gott. All things are possible. Sind alle Dinge möglich. For God. Bei Gott. All things are possible. Sind alle Dinge möglich. The angel said. Der Engel sagte, for God, bei Gott, all things are possible. Sind alle Dinge möglich. None of us has any doubt about it. Niemand von uns hat daran Zweifel. I have never met one Christian, mir ist noch nie ein Christ begegnet, who doubt that all things are possible for God. Der daran gezweifelt hätte, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. If you are Lutheran, you believe it. Sogar wenn du Lutheraner bist, glaubst du das. Baptist, you believe it. Sogar wenn du Baptist bist, glaubst du das. If you are Presbyterian, you believe it. Auch wenn du ein Presbyterianer bist, glaubst du das. Even if you are from Catholic Church, you believe it. Sogar wenn du Katholik bist, glaubst du das. Even in a faith church, they believe it. Sogar in der Glaubensgemeinde glauben wir das. I mean, that's a miracle. Das ist ja schon ein Wunder in sich. All of us agree. Wir alle stimmen überein, that all things are possible for God. Dass bei Gott alle Dinge möglich sind. None of us doubts his sovereignty. Niemand von uns zweifelt seine Souveränität an. But when we start approaching God by the knowledge of his sovereignty, aber solange wir Gott in Begriffen seiner Souveränität fassen wollen, it has a way of putting us to a place of being passive. Solange wir das tun, bleiben wir immer mehr oder weniger auf der passiven Seite. It can easily roll us into a religious mindset. Und es kann uns relativ leicht in eine religiöse Gesinnung reinführen. It is absolutely the truth that he is almighty. Natürlich ist es vollständig wahr, dass Gott allmächtig ist. But him being almighty, aber dass er allmächtig ist, has caused us to think, hat uns dazu verführt zu denken, that whenever things happens, dass wann immer etwas geschieht, it happens in his almightiness. Es nur deswegen geschieht, weil er allmächtig ist. So if it has not happened, und wenn es also noch nicht geschehen ist, then it's because it is in his almightiness. Dann denken wir, dass auch das seiner Allmacht geschuldet ist. And because it is in his almightiness to decide it. Weil es eben in seiner Allmacht steht, ob etwas geschieht oder nicht, then we are waiting. Sind wir zum Warten verurteilt. For the moment. Zumindest für den Moment. Go and talk to an ordinary born-again Christian in Europe. Geh doch mal und sprich zu irgendeinem normalen, wiedergeborenen Gläubigen in Europa. And ask them if they believe that there is a revival. Und frag ihn, ob er glaubt, dass da eine Erweckung vor sich geht. They would say no. Die würden garantiert sagen nein. They would say, I believe in revival, yes. Sie würden zwar sagen, ja, ich glaube sehr wohl an Erweckung. But if you say, are there a revival now? Aber wenn du fragen würdest, gibt es jetzt gerade eine Erweckung? They would say, I have not seen any revival. Dann würden sie wahrscheinlich antworten, ich habe keine Erweckung gesehen kürzlich. So because I have not seen it. Und weil ich keine gesehen habe, then it cannot be there. Kann sie auch nicht da sein. I'm impressed. Das beeindruckt mich. So you are the most important person in Germany. Du bist also wohl die wichtigste Person in ganz Deutschland. You have to see it before it's there. Du musst es gesehen haben, damit es da sein kann. That's why it's so difficult for God. Deswegen ist es für Gott so schwierig. Because you don't believe it before you see it. Weil du glaubst es erst, wenn du es gesehen hast. And now you have not seen it, so you don't believe it. Und du hast es noch nicht gesehen, also glaubst du es nicht. Somebody should give you a medal for doubting. Jemand sollte dir eine Medaille verleihen fürs Zweifeln. Maybe you should not call your church faith church, but doubters church. Vielleicht solltest du deine Gemeinde nicht mehr Glaubensgemeinde nennen, sondern erste Gemeinde des großen Zweifels.
Then you don't confuse people by your name. Dann bringst du wenigstens die Leute nicht mit deinem Namen durcheinander. What church do you belong to? Zu welcher Gemeinde gehörst du denn? I belong to the church that believes that revival is not here. Ich gehöre zu der Gemeinde, die da glaubt, Erweckung ist noch nicht gekommen. What a boring church. Was für eine langweilige Gemeinde. I'm gonna step on some religious toes tonight. Ja, ich trete mal wieder auf ein paar religiöse Zehen heute Abend. Yeah. Mm. But it's gonna end up as a happy meeting. Aber es wird schon eine frohe Versammlung werden noch. Now for sure God is almighty. Natürlich ist Gott allmächtig. And in his sovereignty he has the authority and power to do whatever he wants when he wants. Und in seiner Souveränität hat die Macht und Kraft zu tun, was immer möchte, wann immer möchte. But please open your Bible. Aber bitte öffne doch mal deine Bibel. And I want to read for you. Und ich möchte dir vorlesen. I believe that this could be in Psalm 115 verse 16. Ich meine, das könnte im Psalm 115, Vers 16 sein. There it says. And the heavens, even the heavens are the Lord's. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. But the earth he gave unto the children of man. Die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. We all know that Jesus says, "Unto me is given all power in heaven and on earth." Wir alle haben schon gelesen, dass Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So who has all the power and all the authority? Wer hat also alle Macht und Vollmacht? God and only God. Gott und Gott allein. Yet God having all the authority and power. Aber Gott, der alle Vollmacht und alle Autorität hat. He decided to give you rulership over earth. Hat sich entschieden, dir und mir die Herrschaft über die Erde zu geben. Jesus said to his church. Jesus hat zu seiner Gemeinde gesagt. Whatever you lose on earth. Was immer ihr auf Erden löst. Shall be loosed in heaven. Wird im Himmel gelöst sein. And whatever you bind on earth. Und was immer ihr bindet auf Erden. Shall be bound in heaven. Wird im Himmel gebunden sein. So we are representing Jesus on earth. Wir repräsentieren also Jesus auf der Erde. And we are walking under his authority. Und wir wandeln unter seiner Autorität. And we have received power to release in his name. Und wir haben Vollmacht empfangen, in seinem Namen Dinge zu lösen. Amen. Can we all agree that when Moses moved Israel out of captivity? Stimmen wir darüber ein, dass als Mose Israel aus der Gefangenschaft führte? It was a move of God's almightiness. Dass das als Bewegung der Allmacht Gottes betrachtet werden kann. It was God's sovereignty. Es war Gottes Souveränität, die sich da erwies. By him demonstrating power, signs and wonders. Indem er Kraftwirkungen, Zeichen und Wunder manifestierte. We all say. Wir sagen alle, how marvelous God did signs and wonders in the sight of the Egyptians and Pharaoh. Wie in wunderbarer Weise Gott Machttaten, Zeichen, Wunder gewirkt hat im Angesicht der Ägypter damals. But let me read what God says about it. Aber lass mich dir vorlesen, was Gott and darüber you, sagt. You will be shocked. Und wahrscheinlich wird dich das schockieren. It is now found in Deuteronomy 34. Das finden wir in 5. Mose 34. Are you ready for religious shock number one? Bist du bereit für den religiösen Schock Nummer 1 heute Abend? If you use a pacemaker, turn it a little bit down. Wenn du einen Herzschrittmacher verwendest, dann dreh den die Frequenz ein bisschen runter. If you need a pill to make your blood thinner, then eat one. Wenn du ein Blutverdünnungsmittel brauchst, dann nimm jetzt eine Tablette. If you need to drink some water, take a good sip. Wenn du öfters mal einen Schluck Wasser trinken musst, dann tu das jetzt gerade noch, bitte. Because I'm gonna show you how God's sovereignty was demonstrated. Denn ich zeige dir, wie Gottes Souveränität demonstriert wurde.
We all know that God demonstrated his power by signs and wonders and miracles on Pharaoh and the Egyptians. Wir alle wissen, dass Gott seine Macht demonstrierte durch Zeichen, Wunder und Machttaten an den Ägyptern. Are you ready now? Bist du bereit? To read what God says about it. Zu lesen und zu hören, was Gott darüber sagt. This is the word of God. Wir lesen das Wort Gottes, ja. And he says. Und er sagt. Moses, verse 7. 5. Mose 34, Moses Vers 7. Was 120 years old when he died, and his eyes were not dim, nor was his natural virgin dimmed. Und Mose 7. 34, 7. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. And the children of Israel wept for Moses in the plain of Moab for 30 days. And so when the days of weeping and mourning was over, for Moses ended. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang, und die Tage des Weinens, der Trauer um Mose, wurden vollendet. And now Joshua the son of Nun was filled with the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Why was Joshua so full of power? Warum war Josua voll dieser Vollmacht und Autorität? Because Moses believed in him. Weil Mose an ihn geglaubt hatte. Because Moses saw that he could invest himself into him. Weil Mose erkannte, dass er sich selbst in diesen jungen Mann investieren konnte. Moses had great faith in the success of Joshua. Mose hatte große Zuversicht in den Erfolg von Josua. My beloved fellow pastor. Mein lieber Mitpastor. No matter how powerful God makes us. Egal wie machtvoll Gott uns werden lässt. No matter how marvelous God is going to use us. Egal wie in wunderbarer Weise Gott uns gebrauchen wird. The greatest thing in your life is not your greatness. Das Größte, was du erfahren kannst in deinem Leben, ist nicht deine eigene Größe. But the greatness of your life. Sondern das Großartigste deines Lebens is in the successors you raise up. Besteht in den Nachfolgern, die du aufrichtest. Moses did not leave without making sure that somebody could step into the capacity. Mose verließ diese Erde nicht, ohne sicherzustellen, dass er einen gebührenden Nachfolger haben würde. I was preaching in a church in Sweden. Ich predigte einmal in einer Gemeinde in Schweden. It is, I don't know, 1,500 people. Und ja, so 1,500 Leute hatten die. I had a marvelous move of God, and the building was totally jam-packed. Und ich hatte eine wunderbare Erweisung des Geistes dort, und das Gebäude war wirklich rammelvoll. I asked the pastor, he's 73. Und ich fragte den Pastor, der 73 bereits ist. Who's gonna take over when you're not here? Wer wird dein Amt übernehmen, deine Aufgabe übernehmen, wenn du nicht mehr da bist? He said, I don't know. Und er sagte nur, ich weiß es nicht. I said, what? Ich sagte, was? You don't know who's gonna take over. Du weißt nicht, wer hier deine Gemeinde übernehmen wird? Have you not seen any young one you can reproduce yourself into? Hast du keine jungen Leute gefunden, in die du dich selbst hinein reproduzieren konntest? This wonderful man said, I've never given it a thought. Und dieser wunderbare Pastor sagte, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. 73 is a little bit late to think about. Nun, 73 ist schon recht spät, um sich solche Gedanken zu machen. Let us not just live for our own success, let us live for the next generation. Lasst uns nicht nur für unseren eigenen Erfolg leben, sondern auch für die nächste Generation. But that's not my message. Aber das ist ja nicht meine Botschaft. You just got that for free. Das habt ihr gratis dazu bekommen. So that was Joshua. Das war Josua. He had all this power because Moses laid hands on him. Er hatte all diese Weisheit und Autorität, weil Moses seine Hände auf ihn gelegt hat. If you don't have anything, wenn du nichts hast, serve somebody so they start believing in you, so when they lay hands on you, they give you what they have. Dann fang jemandem an zu dienen, damit dieser, dem du dienst, dann Vertrauen in dich haben kann, und wenn er dann seine Hände auf dich legt, du etwas empfängst. And now most people, they think they can receive
my anointing by just having me laying hands on them. Also die viele Leute denken, dass sie meine Salbung empfangen können, nur dadurch, dass ich ihnen einmal die Hände aufgelegt habe. And that is not really how it works. Aber das ist nicht, wie es wirklich funktioniert. I mean, if I lay hands on you, you will come under the power of the Holy Spirit. Weißt du, wenn ich dir die Hände auflege, dann kommst du unter die Kraft des Heiligen Geistes. You will receive what God gives you in that moment. Du wirst das empfangen, was Gott dir in diesem Augenblick gibt. But if you want God to transfer what I'm carrying to you. Aber wenn du möchtest, dass Gott dir überträgt, was auf mir ist, then I have to have faith for it. Dann muss ich selber da auch Glauben reinsetzen können. And I can prove that to you. Und das kann ich dir beweisen. Because it says that Isaac laid hands by faith on Jacob. Denn es heißt, dass Isaac im Glauben Jakob die Hände auflegte. It doesn't say he laid hands on Jacob. Es heißt nicht nur, dass er Jakob die Hände auflegte. This is found in Hebrew 11. Das kannst du in Hebräer 11 nachlesen. It says by faith. Sondern es heißt, im Glauben legte he er laid hands on them. Ihm die Hände auf. Now you can lay hands on everyone. Nun, du kannst jedermann die Hände auflegen. But there is a great, great difference when you lay hands by faith. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du Hände im Glauben auflegst. Because if I lay hands on you, it's between you and God. Denn wenn ich dir die Hände auflege, dann ist das erstmal zwischen Gott und whatever dir. The Holy Spirit wants to minister to you, was immer der Heilige it is between Geist you and God. Dir mitteilen möchte, das ist zwischen Gott und but dir. If I have to believe that what I'm carrying is transferred to you. Aber wenn ich glauben soll, dass das, was auf mir ist, was ich trage als Salbung, auf dich übertragen wird, then I have to believe in you. Dann muss ich an dich glauben können. Ouch. Aua. You see, I've never heard that. Du magst sagen, ja, das habe ich noch nie gehört. There's many things we have not heard about in Europe. Da gibt's noch viele Dinge, von denen wir noch nie was gehört haben in Europa. Think about it, Pastor. Denk mal drüber nach, Pastor. You know that already. Du weißt das schon. That there are moments. Du weißt schon, dass es Augenblicke gibt. That you by faith. Wo du im Glauben. Release something into somebody. Dinge freisetzt und überträgst auf eine andere Person. You know that moment. Du weißt, wann das geschieht. Because it's not just God's anointing through you. Denn dann ist es nicht nur Gottes Salbung, die durch dich wirkt. But all of your faith is carrying something that you release. Sondern dein ganzer Glaube trägt etwas, das du jetzt freisetzt. He didn't give it to every Israelian. Das hat er nicht jedem Israeliten gegeben. He gave it to a young man who served him. Sondern einem jungen Mann, der ihm zuvor gedient hatte. But that's not my message either. Aber auch das ist nicht meine Botschaft heute Abend. So what is your Botschaft? Was ist denn nun deine Botschaft? I'll come to it. Da komme ich schon noch dazu. Are you ready? Bist du bereit? So this is Joshua's story. Also das war die Geschichte von Joshua. But since verse 10, but since then there has been none arise in Israel a prophet like Moses who the Lord knew face to face. In Vers 10 hier heißt es, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. In all the signs and wonders which the Lord sent him to do. Nach allen Zeichen und Wundern, die der Herr ihm gesandt hatte, zu tun. So this is God's sovereignty on Moses' life. Wir haben hier also Gottes Souveränität, wie sie sich erweist, auf dem Leben von Mose. It is God's sovereign choice. Und es ist Gottes souveräne Wahl, Auswahl. To choose Moses to do these signs and wonders. Mose zu erwählen, um diese Zeichen und Wunder zu wirken. But now listen to what God then adds to it. Aber jetzt hört ihr an, was Gott da noch hinzufügt. This is all the signs and wonders which the Lord has sent Moses to do in the land of Egypt. Nach allen Zeichen und Wundern, die der Herr ihn gesandt hatte, zu tun im Land Ägypten. Before Pharaoh and his servants. An dem Pharao und an all seinen Knechten. In the land. Oh, und an seinem Verse ganzen 12. Land. Vers 12. And by all the mighty power. Und nach all der starken Hand. And all the great terror. Und nach all der the great terror. Ja, und nach all dem Großen und Furchtbaren. Which Moses performed. Das Mose vor den Augen von ganz Israel getan in the hat. Side of Israel. Mose hat es getan.
Now wait a moment. Einen Moment bitte. Wasn't it God who released the signs and wonders? War es denn nicht Gott, der die Zeichen und Wunder freigesetzt hat? Wasn't it God that did the miracles? War es denn nicht Gott, der die Wunder wirkte? No doubt. Zweifellos. But somebody released it. Aber jemand hat es freigesetzt. This is all the signs and wonders Moses performed. Wir reden von all den Zeichen und Wundern, die Mose getan hat. In every revival. In jeder Erweckung. In every visitation of God. In jeder Heimsuchung Gottes. In every move of God. In jeder Bewegung Gottes. You will see these two dimension works together. Wirst du sehen, wie diese beiden Dimensionen zusammenwirken. God's sovereignty. Gottes Souveränität. And man's authority. Und des Menschen Autorität. God gave Moses the ability. Gott gab Mose die Fähigkeit. But Moses released that ability. Aber Mose setzte diese Fähigkeit ein. I said God gave Moses that ability. Ich sagte, Gott gab Mose diese Fähigkeit. But Moses released it. Aber Mose setzte sie frei, setzte sie ein. The reason why we haven't seen what we are supposed to see. Der Grund, warum wir noch nicht gesehen haben, was wir eigentlich sehen sollten, is because we are locked up into our religious understanding. Ist, weil wir in unserem religiösen Verständnis eingeschlossen that sind. That anything that has to happen. Dass alles, was da geschehen soll, can only be by the sovereignty of God. Allein durch die Souveränität Gottes geschehen wird. But you are misunderstanding. Aber du verstehst da etwas falsch. How that sovereignty manifests. Nämlich wie sich diese Souveränität erweist. That sovereignty manifests by a man's authority. Diese Souveränität wirkt sich aus durch des Menschen Autorität. I can give you scripture after scripture. Ich kann dir eine Schriftstelle nach der anderen zeigen. By where the Bible says God is seeking out a man. Wo die Bibel uns mitteilt, dass Gott nach einem Menschen sucht. In every generation God has been seeking out for somebody. In jeder Generation suchte Gott nach einem Menschen. Who is bold enough to stand up? Der kühn genug sein würde, um aufzustehen. Who is bold enough to dare believing? Der kühn genug sein würde zu glauben. That what God has said, he also have power to perform. Dass das, was Gott gesagt hat, er auch in der Lage ist auszuführen. Go to the New Testament for a moment. Geh mal für einen Moment ins Neue Testament. Jesus is here as a man. Jesus ist hier als Mensch. As much as he was God. So sehr er Gott war, he was also 100% man. War er auch zu 100% Mensch. And when he was walking on earth, he was more man than he was God. Und als er auf der Erde wandelte, war er im Grunde genommen mehr Mensch als Gott. He got tired. Er wurde müde. He got hungry. Er wurde hungrig. He got angry. Er wurde auch mal zornig. He was moved by compassion. Aber er wurde auch von Barmherzigkeit I can bewegt. Show you how human he was. Ich kann dir zeigen, aufgrund der Schrift, wie he menschlich was as er war. Human as you. Er war so sehr Mensch, wie du und ich Menschen sind. But he did not have sin in him. Aber er hatte natürlich keine Sünde in sich. He was sinless. Er war sündlos. But he was man. Aber er war Mensch. And now listen carefully to this. Und nun hör genau zu. Manfred, if you read from Matthew 9, Matthäus and read from 9 to 7, from verse 1 to verse 7. Matthäus 9, die Verse 1 bis 7 lesen wir. Und er stieg in ein Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden werden vergeben oder sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat oder Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. A marvelous miracle. Das ist ein großartiges Wunder. A paralyzed man. Ein Gelähmter.
Jesus looks at him. Jesus schaut ihn an. And he says, "Your sins are forgiven." Und sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. The Pharisees are ready to kill him on that statement. Die Pharisäer machen sich schon mal bereit, ihn zu steinigen aufgrund dieser Aussage. And then Jesus says something you need to know. Und dann sagt Jesus etwas, das du verstehen musst. Are you ready for it? Bist du bereit dafür? Verse 6. Und zwar in Vers 6. But that you may know that the Son of Man has power on earth. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf der Erde. On earth. Auf der Erde. Did you see that? Hast du das gesehen? That you may know, dass du weißt, dass ihr wisst, that the Son of Man, dass der Sohn des Menschen, have authority on earth, Vollmacht hat auf der Erde. Okay, I agree, Pastor Jens. Ja, Pastor Jens, da bin ich schon einverstanden. It's Jesus. Es ist ja Jesus, von dem wir reden hier. Now wait a moment. Nun einen Moment. If it was Jesus in the form of God that had that authority. Wenn es Jesus in Form Gottes gewesen wäre, der diese Autoritäten Vollmacht hatte, then it would be deceitful to say what he said. Dann wäre es trügerisch gewesen zu sagen, was er hier sagt. Because if it was Jesus as God who spoke. Denn wenn es Jesus in Form Gottes gewesen wäre, der hier spricht, then he should truthfully have said. Dann hätte er eigentlich sagen müssen, that you may know that God in man hath authority on earth. Damit ihr wisst, dass Gott in Form eines Menschen, dass Gott in Form eines Menschen Vollmacht hat auf der Erde. Then it would be the truth. Dann wäre es wahrer gewesen. If it was because he was God, he could do it. Wenn es nur daran gelegen hätte, dass er es als Gott getan hätte. But he did not say God. Aber er sagte nicht Gott in menschlicher he Form. Said that you may know. Sondern er sagte, damit ihr wisst, that the Son, not of God, nicht dass der Sohn Gottes, but the Son of Man, sondern der Sohn des Menschen. Who is a Son of Man? Wer ist ein Sohn des Menschen? A Son of Man is somebody born by a woman. Ein Sohn des Menschen ist jemand, der von einer Frau geboren wurde. Flesh and blood. Fleisch und Blut hat. 100% human. 100% Mensch ist. Amen. Halleluja. Hello. Hallo. This is the great and mighty terror Moses did. Das sind die großen und schrecklichen Machttaten, die Mose tat. Moses. Moses. On the house of Pharaoh. Am Hause Pharaos. It was Moses who did it. Es war Mose, der diese Dinge but getan it was hat. God aber es war Gott, that ordained it. Der es eingesetzt hat. I said it was Moses. Ich sagte, es war Mose. That did it. Der es tat. But it was God. Aber es war Gott. That ordained it. Der es verfügt hat. God has ordained revival for Europe. Gott hat verfügt, dass Erweckung stattfindet but in Europa. But when are he gonna find a human? Aber wann wird er wohl den Menschen finden? That will release it for him. Der es für ihn freisetzen mag. Amen. Halleluja. Hello Germany. Hallo Deutschland. Is anybody home? Ist jemand zu Hause? Are you still gonna be deceived by your religious foolishness? Wollt ihr euch noch länger von eurer religiösen Torheit verführen lassen? You are playing so humble. Ihr spielt so demütig, so sehr demütig. Humbleness itself is impressed. Dass sogar die Demut selbst beeindruckt ist von eurer Demut. This is not a church you're visiting tonight. Also du bist hier nicht zu Besuch in einer Gemeinde heute Abend. This is Mission to Europe. Sondern das ist Mission to Europe hier. And I have the freedom to say whatever I want in Mission to Europe. Und ich habe die Freiheit zu sagen, was immer ich möchte im Rahmen von Mission to Europe. As long as it is in according with the word of God. Solange es natürlich mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Otherwise I should shut up. Andere Freiheiten nehmen wir uns nicht, sondern wir halten den Mund. Amen. But it has just shocked me. Aber es muss mich doch schockieren. That these Jewish people at the day of Jesus. Dass die jüdischen Zeitgenossen zur Zeit Jesu. They knew more than the church knows today. Dass die doch mehr wussten als die Gemeinde heutzutage. Jesus knew he did it as Son of Man.
Jesus wusste, dass er diese Dinge tun konnte als Sohn des Menschen. He knew I can do it because I'm a son of a man. Er wusste, ich kann diese Dinge tun, weil ich ein Sohn des Menschen bin. God's sovereignty. Gottes Souveränität. But man's authority. Aber des Menschen Autorität. But it is astonishing to read how much the Jew then knew. Aber es ist erstaunlich zu lesen, wie viel die Juden damals eigentlich wussten. Verse 8. Vers 8. Now when the multitude saw they marveled and glorified God who has given so much power to man. Als aber die Volksmenge sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Did you see that? Hast du das gesehen? They knew it was not God standing before them. Sie wussten, dass es nicht Gott ist, der da vor ihnen steht, oder in Form Gottes, besser gesagt. They knew it was Jesus from Nazareth. Sie wussten, es ist Jesus von Nazareth. The human. Der Mensch. Not Jesus, the Son of God. Nicht Jesus, der Sohn Gottes. But the Son of a carpenter. Sondern der Sohn eines Zimmermanns. That's why they marveled. Deswegen wunderten sie sich ja. They marveled that a man could do miracles like that. Sie wunderten sich, dass ein Mensch solche Wunder tun konnte. It is time for you. Es ist Zeit für dich. To rise up. Aufzustehen, aufzuwachen. And start allowing Jesus. Start to allowing Jesus. Und es zu erlauben, dass Jesus to use you in a marvelous way. Dich in einer wunderbaren Weise gebrauchen kann. I will save some time. Ich möchte uns ein wenig Zeit sparen. By just quoting this from Mark chapter. Let me see. I'll give you where it is. Ich sage euch noch, wo es steht. I think it's Mark chapter 9. Ich meine, es ist in Markus 9. Remember, he was at the Mountain of Configuration. Er war auf dem Berg der Verklärung. Mm. And I'm about to wind up my message because it's. Möchte meine Botschaft langsam zum Ende bringen, denn es ist schon spät. So we are done within 2 minutes. Also wir sind in 2 Minuten sind wir fertig. Plus another 2 minutes. Plus nochmal 2 Minuten. And then the rest of the time it takes. Und dann noch die Zeit, die wir dann auch noch brauchen. Now, Jesus is in the glory. Jesus ist also in der Herrlichkeit dort auf dem His Berg der Verklärung. Disciples is in a discussion. Und seine Jünger sind unten in einer Diskussion verwickelt. So how do you know that his disciples was in a discussion? Und du fragst ja, woher weißt du denn, dass seine Jünger da am diskutieren waren? Because a man comes with his son. Weil da kommt einer mit seinem Sohn und bittet um Hilfe. And if you read it yourself, und wenn du das dann selber liest, Markus 9. He said, I brought it to your disciples, they could do nothing, but they ended up in discussing it with the Pharisees. Schließlich sagt dieser Mann eben, ja, also ich habe den Sohn hier gebracht und die Jünger konnten ihm nicht helfen und schon waren sie in eine Diskussion verwickelt mit den Pharisäern. If you want to kill your faith, wenn du deinen Glauben umbringen willst, unbedingt, then go and find somebody to discuss revival with. Dann finde jemanden, mit dem du mal über Erweckung diskutieren kannst. And they will give you 1,000 reasons why it's not here. Und die werden dir 1,000 Gründe nennen, warum Erweckung jetzt gerade sicher nicht stattfindet. No doubt they didn't have faith for casting out anything. Natürlich hatten die keinen Glauben, irgendetwas auszutreiben. I'm sure they got so irritated at this Pharisee that they went straight into the flesh. Die waren wahrscheinlich so ärgerlich über diese Pharisäer, dass sie schon mitten im Fleisch angekommen waren. Now they're standing there and Jesus comes. Und jetzt stehen sie da und Jesus kommt vom Berg der and Erklärung herab. In one translation he says, for how long shall I take you? Und in meiner Übersetzung heißt es, wie lange soll ich euch noch ertragen? When he saw them discussing it. Also als er da sah, wie sie da diskutierten und keinen Glauben hatten, einen Dämon auszutreiben. Mm-hmm. Then the father says, dann sagt der Vater, it had thrown him to fire and water. Der Geist hat ihn immer wieder ins Feuer und ins Wasser geworfen, trying to kill him. Und versucht ihn so umzubringen. But if you are able, aber wenn du etwas kannst, this is now 22. Vers 22 ist das.
If you can do anything, then have compassion on us. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. My Danish Bible says, if you are able, then please show mercy. Und in meiner dänischen Übersetzung heißt es, wenn du etwas kannst oder fähig bist, dann bitte erweise uns Erbarmen. Jesus answers. Und Jesus antwortet, if I am able. Wenn ich etwas kann. That is not a polite answer. Das ist nicht gerade eine freundliche Antwort. He should have said, thank you. Er hätte doch eher antworten sollen, vielen Dank. That you acknowledge that I'm able. Dass du anerkennst, dass ich wahrscheinlich etwas kann. And thank you for knowing that if I want to show mercy, I can do that. Und vielen Dank, dass du anerkennst, dass wenn ich Barmherzigkeit erweisen will, dass ich das dann auch and kann. And now that you may know that I am God. Und jetzt, da du wahrscheinlich langsam erkennst, dass ich Gott bin. I say unto this devil, come out. Sage ich zu diesem Teufel, komm heraus. That is not in the Bible. Aber das steht nicht in der Bibel. Jesus did not say he was God. Jesus sagte auch hier nicht, ich bin Gott. Now we know he is. Natürlich wissen wir, dass er Gott ist. But he did not say, aber er sagte es nicht. He said, if I'm able. Sondern er sagte, wie jetzt, wenn ich was kann? What does that have to do with it? Was hat denn das mit irgendetwas zu tun? If I'm able, what? Wie, wenn ich was kann? Yeah, you are God, so you should be ja, able. Also du bist ja scheinbar Gott, also solltest du was because können. Because all things are possible for God. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. So you being Messiah, you are able. Wenn du also der Messias bist, dann bist du gefälligst fähig. He is still astonished. Und er ist immer noch erstaunt. And he says, Jesus, if I'm able. Und er sagte, Jesus, wenn ich etwas kann. It has nothing to do with what I'm able or not. Es hat nichts damit zu tun, ob ich etwas kann oder nicht. Because this miracle is not going to happen by God's sovereignty. Denn dieses Wunder wird nicht geschehen durch Gottes Souveränität. But it's going to be released by man's authority. Sondern durch die Autorität des Menschen wird es freigesetzt werden. I said this miracle has nothing to do with God's sovereignty. Ich sagte, dieses Wunder hat nichts zu tun mit Gottes Souveränität. Because it's going to be released by man's authority. Denn es wird freigesetzt werden durch menschliche Autorität. Halleluja. I feel like releasing revival in Europe. Ich fühle mich wie Erweckung freisetzen über Europa. I am so full of it. Ich bin so voll davon. I'm just looking for somebody hungry enough to take it. Ich suche nur nach jemandem, der hungrig genug ist, es auch zu nehmen. We have confused ourselves. Wir haben uns selber verwirrt. And totally become ignorant or pushed away the knowledge of our responsibility. Und in völliger Unwissenheit geraten und das Wissen weggestoßen über unsere Verantwortung, die wir haben. What does he say? Was sagt er? He says, if I'm able. Er sagt, wenn ich etwas kann. All things. Alle Dinge. Is possible. Sind möglich. For he. Dem. Who believes. Der da glaubt. Halleluja. Glory. Halleluja. Why did you not shout? Warum schreit ihr noch nicht? Because when all things was able for God, you shouted at the top of your lungs. Weil als wir feststellten, dass alle Dinge möglich sind für Gott, da habt ihr ausgerufen und gejubelt und gejauchzt. But now when he said it's up to you. Aber jetzt, wo er sagt, es ist an dir. You became very silent. Bist du sehr still geworden. Ouch! Aua! Ouch! Aua! So how is it going to happen? Wie werden die Dinge also geschehen? Not by might and not by power. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft. But by my spirit, says sondern God. Sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. So God's sovereignty. Gottes Souveränität. Is the author of revival.
ist ist der Urheber der Erweckung. It is from God. Sie kommt von Gott. But it is released by men. Aber sie wird durch Menschen gelöst. Amen. Halleluja. Amen. I think I go over here and preach. Ich glaube, ich gehe mal lieber darüber und predige noch ein bisschen weiter. Good. When I realized what I'm trying to teach you, als ich selber erkannte, was ich euch heute Abend zu lehren versuche, immediately, go ahead, revival broke out of me, da geschah like a mighty river, sofort, dass Erweckung wie ein mächtiger Strom aus mir brach. When I realized what I'm trying to show you in the Bible, als ich erkannte, was ich hier versuche, euch aus der Bibel mitzuteilen, in a split of a second, in Bruchteil einer Sekunde, I knew, wusste ich, God wants to give me revival more than I have hunger for it. Gott möchte mir mehr Erweckung geben, als ich sogar hungrig bin danach. God wants to save souls more than I have passion for it. Gott möchte viel mehr Seelen erretten, als ich die Leidenschaft dafür besitze. God wants weit über meine Leidenschaft God hinaus. Wants to heal people more than I can see it being done. Weit über mein Fassungsvermögen hinaus möchte Gott Menschen heilen. So what is my challenge? Was ist also meine Herausforderung? My challenge is very simple. Meine Herausforderung ist ganz einfach. I just need to know how to operate faith. Ich muss nur verstehen, wie ich im Glauben agieren kann. Because if all things are possible for he who believes. Denn wenn alle Dinge möglich sind dem Glaubenden, then if I have faith for it, wenn ich also nun Glauben habe, then it's possible. Dann ist es doch möglich. I said if I had faith for it, ich sagte, wenn ich Glauben habe dafür, then it's possible. Dann muss es möglich sein. I said if I have faith ich sagte, for it, wenn ich Glauben dafür habe, then it can be done. Dann kann es auch geschehen. How is it gonna happen? Wie kann es geschehen? Romans tells you. Der Römerbrief sagt es uns. Chapter 5 or 4. Kapitel 4 oder 5. It happened by faith. Es geschieht durch Glauben. That it might be through grace. Damit es durch Gnade geschehen kann. Grace is God's sovereignty. Gnade verweist auf Gottes Souveränität. But grace does not release it. Aber die Gnade selbst setzt grace sich nicht selber makes frei. It available. Die Gnade macht es verfügbar. I said grace does not do it for you. Ich sagte, die Gnade macht es nicht für dich. It makes it available for you. Sie macht es nur verfügbar. It happened by faith. Es geschieht durch Glauben. That it might be through faith. Damit grace, es grace, durch Gnade gehe. Halleluja. I said, ich sagte, it happened. Es geschieht. We could preach 2 hours just about it happened. Jetzt könnten wir noch 2 Stunden weiter predigen über es geschieht. If you want to know how what you want can happen. Wenn du wissen möchtest, wie das, was du gerne sehen möchtest, geschehen kann. It's right here. Es ist gerade jetzt hier. It happened. Es geschah. Amen. Amen. Come on. Aus Gnade. By faith. Durch Glauben. That it may be through grace. Damit es auch, ja, also im Deutschen umgekehrt. Ist egal. Does it come opposite in your Bible? Yeah, in German it's different. But oh, God bless anyway, the Germans. Yeah. Gott segne die Deutschen. Now, what is faith? Was ist Glaube? I'm going to teach you tomorrow. Das werde ich euch morgen lehren. But I'll give you one thought about it. Aber ich möchte euch einen Gedanken noch mit auf den Weg geben. Let me simplify Mark 11 for you. Lasst mich mal Markus 11 auf den kleinsten Nenner bringen für euch. Whoever says, wer auch immer sagt, to this mountain and do not doubt, but believe what he says. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, nicht zweifle in seinem Herzen und glaubt, es geschieht, was er sagt. You're too fast. Sorry. Because I'm playing with the words. Okay. So you awesome. Don't put too many words into it. Ja. Whoever says, wer auch immer sagen so wird, you have to say something. Du musst also etwas sagen. Whoever says, wer immer etwas sagt and do not doubt in his heart, und in seinem Herzen nicht but zweifelt, believe that what he said, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, he will have what he said. Dem wird es werden, was immer er sagt. Amen. Whoever says,
Wer auch immer zu diesem Berg sagt, and do not doubt that what he said, nicht zweifelt in seinem Herzen, would happen. No, not in his heart, just in his mouth. Let me try again. Whoever said, wer auch immer sagt, and do not doubt that what he said, und nicht zweifelt, dass das, was er sagt, geschieht, will happen, geschieht, he will have what he said. Dem wird es werden, was auch immer er sagt. It's all the faith of your heart. Es ist an dem Glauben deines Herzens. But your problem is not the faith in your heart. Aber das Problem ist nicht der Glaube deines Herzens. Because your smick smack smack full of faith. Denn dein Herz ist ja voll bis zum Bersten von Glauben. The problem is what are you saying? Das Problem liegt vielmehr in deinem Mund. Was sprichst Nein, du? Nein, ich kann nicht sehen eine Erweckung. Nein, ich sehe keine Erweckung. You just told me you don't have it. Du hast gerade gesagt, dass du sie nicht hast. Because what you say is what you have. Denn was du sagst, ist was du hast. It cannot happen if you cannot say it. Es kann nicht geschehen, wenn du es nicht sprichst. If you cannot say it, wenn du es nicht sagen kannst, you will never own it. Dann wirst du es niemals besitzen können. If it cannot come out of your mouth, wenn your nicht, hand cannot own it. Wenn es nicht aus deinem Mund hervorkommen kann, wird deine Hand es niemals besitzen if können. If you cannot declare it, wenn du es nicht verkündigst, it will only be in your heart. Dann wird es nur in deinem Herzen it bleiben. It needs to come out of your heart into the natural realm. Es muss aus deinem Herzen herauskommen in die natürliche Welt hinein. How does this mountain-moving faith come out of you? Wie kommt dieser Berg bewegende Glaube aus dir? How does this revival kind of faith come out of Wie you? Wie kommt dieser Erweckungsglaube aus dir heraus? The moment you say it. In dem Moment, wo du es sprichst. Halleluja. You believe it in your heart. Du glaubst es in deinem Herzen. And that faith is believing the word. Und das ist der Glaube, der sich auf das Wort gründet. But it does not happen. Aber es geschieht nicht. Before you say it. Bevor du es gesprochen hast. So if it happens by grace. Wenn es also durch Gnade geschehen würde. Through faith. Oder wenn es durch Gnade geschieht durch Glauben. Let me simplify that. Lass mich das noch mal vereinfachen. It happened by grace. Es geschieht durch Gnade. By saying it. Oder aus Gnade, indem wir es sprechen. It happened by grace. Es geschieht durch Gnade. By saying it. Indem wir es sprechen. Faith is speaking. Glaube bedeutet zu reden. It happened by faith. Es geschieht durch Glauben. By saying it. Indem du es sagst. If you cannot say it. Wenn du es nicht sagen kannst. It will never happen. Dann wird es nicht geschehen. So if you ask yourself, has it happened? Wenn du dich also selbst fragst, ja, ist es jetzt schon geschehen? And you say, I don't think so. Und du musst antworten oder antwortest für dich, ich the first thing bin you eher have nicht der to, Meinung. The first thing you have to look for das Erste, was du dann is in Angriff nehmen musst, have you said it? Ist, was hast du gesagt? Hast du es gesprochen? Have you said it? Hast du es gesprochen? Many, many Danish Christians. Viele, viele Christen in Dänemark. They say. Sagen. Oh, Denmark is so hard. Oh, Dänemark ist so hartes Pflaster. Copenhagen is impossible. Kopenhagen ist unmöglich. Nobody wants to hear the gospel. Huh? Nobody wants Niemand to hear Niemand möchte the gospel. Das Evangelium hören in Kopenhagen. It is impossible. Unmöglicher Ort. Oh, Denmark is the graveyard of preachers. Dänemark ist der Friedhof der Prediger. Yeah, you just said what your future is. Du sagst gerade, was deine eigene Zukunft sein You're wird. Gonna die with your words. Du wirst aufgrund deiner eigenen Worte sterben. As the rest of us has revival. Während wir anderen Erweckung haben. Let us stand up together. Lasst uns zusammen aufstehen. Father God. Vater Gott. Tonight. Heute Abend. I thank you for speaking revelatory to us. Danke ich dir, dass du auf in offenbarender Weise zu uns geredet Thank hast. You that you open up our hearts. Danke, dass du unsere Herzen geöffnet hast. So we understand your sovereignty. So dass wir deine Souveränität verstehen. But we also understand our authority. Aber auch unsere Autorität. I ask you, Father, ich bitte dich, Vater, that we may not be as the people of Hebrew chapter 4.
dass wir nicht sein mögen wie die Leute in Hebräer 4. By where it says the word of God did not benefit them because they did not mix it with faith. Wo es heißt, dass das Wort Gottes ihnen nichts nützte, weil sie es nicht mit Glauben verbanden. Father, let us not be like those people. Vater, lass uns nicht sein wie jene. Let us by faith of our heart declare and preach what you said. Lass uns durch Glauben und von Herzen predigen und bekennen, was du gesagt hast. Let us be full of faith. Lass uns voller Glauben sein. So the grace can fully manifest. Damit sich die Gnade voll und ganz erweisen möge. In the wonderful name of Jesus. In dem wunderbaren Namen Jesus. Can we ask the musicians to come up? Könnten die Musiker bitte nach vorne kommen? Tonight, heute Abend, sweet, wonderful Holy Spirit. Wunderbarer Heiliger Geist. I lift up every brother and sister before your face. Ich bringe jeden Bruder, jede Schwester in deine Gegenwart, vor dein Angesicht. Everyone is here because they believe your word. Sie alle sind heute Abend gekommen, weil sie dein Wort glauben. And now I ask you, und jetzt bitte ich dich, to give them boldness, ihnen Kühnheit zu geben, to start declaring that word more powerful, damit sie dieses Wort noch kraftvoller weitergeben können. That great and mighty terror must be demonstrated through their hands. Dass große und schreckliche Machttaten durch ihre Hände geschehen sollen. I ask you, Jesus. Ich bitte dich, Jesus. That you may be glorified. Dass du dich verherrlichen mögest. In our generation. In unserer Lebenszeit. As Pastor Fred said. So wie Pastor Fred gesagt hat. We used to think it happens in the next generation. Wir dachten früher, in der nächsten Generation wird es dann passieren. But tonight we ask you to forgive us, God. Aber heute Abend bitten wir dich, uns zu vergeben, Herr. For not knowing and realizing that you want it to happen now. Dass wir nicht erkannt und verstanden haben, dass du es jetzt geschehen lassen willst. Holy Spirit, Heiliger Geist, help us in our ignorance. Hilf uns in unserer Unwissenheit. Help us in our lack. Hilf uns in unserem Mangel. And fill us with great, great boldness. Und fülle uns mit großer, großer Kühnheit. Father, anoint every person here. Vater, salbe jeden Einzelnen hier. With fresh oil from heaven. Mit frischem Öl vom Himmel. Put us on fire again. Setze uns neu in Brand. Make us burning flames. Lass uns zu brennenden Feuerflammen werden. That goes to the four corners of Europe. Die an die vier Enden Europas gehen werden. And see your fire being spread. Und sehen, wie dein Feuer sich ausbreitet. Pour out your spirit fresh again. Gieße deinen Geist ganz neu aus. Dein Feuer. Holy Spirit. Heiliger Geist. Fill the atmosphere. Fülle die Atmosphäre. With your glory. Mit deiner Herrlichkeit. Let it be unto us. Lass es uns geschehen. As in Cornelius's house. Wie im Hause von Cornelius. By where the Holy Spirit felt on everyone who heard the word. Wo der Heilige Geist auf alle fiel, die das Wort hörten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. My beloved friend. Meine lieben Freunde. Within a moment. In einem Moment. You will be overwhelmed by the presence of the Holy Spirit. Wirst du überwältigt werden von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Some of you will feel like hot oil is running down your body. Manche werden spüren oder fühlen, wie wenn heißes Öl über euren Leib fließt. Some of you will start experiencing the healing power of Jesus Christ. Andere werden die Heilungskraft Jesu Christi erleben. Others will start experiencing. Andere werden erfahren. Everlasting peace manifest in your heart. Einen ewigen Frieden, der sich erweist in eurem Herzen. Some will start seeing visions. Andere werden Visionen sehen. Some won't feel anything. Manche werden vielleicht gar nichts spüren. It really doesn't matter. Es spielt eigentlich keine Rolle. You will be touched by his glory. Du wirst auf jeden Fall von seiner Herrlichkeit berührt werden. And he will fill you. Und er wird dich erfüllen. I sense so strong in my spirit. Ich spüre so stark in meinem Geist. That all fear of men's opinion is going to leave you. Dass alle Furcht vor dem, was Menschen meinen, von dir weichen wird. All fear of men's accusation is going to drop from you.
Alle Furcht vor dem, was Menschen, wessen Menschen dich anklagen könnten, wird von dir abfallen. And a great spirit of boldness. Und ein großartiger Geist der Kühnheit will come upon you. Wird auf dich kommen. And you will do great and mighty things by the grace of God. Und du wirst große und mächtige Dinge tun durch die Gnade Gottes. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For fresh oil from heaven. Für frisches Öl vom Himmel. Just let us flow with the worshippers. Lasst uns einfach mit dem Lobpreisteam fließen. He's touching you now. Er berührt dich gerade jetzt. Just lift up your hands. Heb einfach deine Hände. And let him touch you. Und lass ihn dich berühren. This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. Berührt euch der Heilige Geist. Even those watching live stream. Auch die, die über Livestream zuschauen. Right where you are now. Gerade wo ihr jetzt seid. The fire of the Holy Spirit. Das Feuer des Heiligen Geistes. Comes upon you. Kommt auf euch. This is revival fire. Das ist das Erweckungsfeuer. If you are standing in the presence of God, wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, and you sense the Holy Spirit is touching you, du spürst, wie der Heilige Geist dich berührt, then just take boldness and walk up here. Dann sei einfach kühn und komm hier nach vorne. If you recognize I am touched by the Holy Spirit, wenn du erkennst, dass du gerade berührt wirst vom Heiligen Geist, come up here, my friend. Dann komm hier nach vorne. Just come up here, my friend. Komm einfach hier nach vorne, mein Freund. I will ask the pastors to come and help me to minister. Bitte auch die Pastoren, die hier sind, nach vorne zu kommen und zu helfen beim Gebet. Pastor Markus und Pastor Fred. Pastor Markus, Pastor Fred. Pastor Peter. Sweet, wonderful Holy Spirit. Hallelujah. Sweet, wonderful Holy Spirit. Wunderbarer Heiliger Geist. Let a fresh move of God. Lass eine frische Bewegung Gottes. Come upon Europe. Auf Europa kommen. I need to know who is ushering for Pastor Fred. Ich möchte gern wissen, wer Ordner ist für Pastor Fred. Who is ushering for Pastor? Wer ist Markus? Wer ist der Ordner für Pastor Markus? Who is ushering for Pastor Markus? Wer ist der Ordner für Pastor Markus? Who is ushering for Pastor Peter? Wer ist Ordner für Pastor Peter? And who is ushering for Pastor Manfred? Wer ist Ordner für mich? Okay. And who is following me? Wer folgt Pastor Jens als Ordner? Okay. Let's go ahead. Let's go ahead. Thank you, Jesus. Do you understand? There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship,
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I God is good. Yes. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. Amen. Amen. So keep whatever you have received by faith. Amen. Behalte das, was du empfangen hast, durch Glauben. And then release it by faith. Und dann setze es frei durch Glauben. Amen. Amen.